Die Harz-Querbahn ist eine 60,5 Kilometer lange Schmalspurbahn im Harz, welche von Wernigerode nach Nordhausen führt. Unterwegs besteht in Dreiannenhohne Anschluss an die Brockenbahn sowie in Eisfelder Talmühle an die Säketalbahn. Der erste Abschnitt der Harz-Querbahn ging am 12. Juli 1897 in Betrieb und führte von Nordhausen nach Ilfeld. In Dreiannenhohne rollt die Stammlok der Einsatzstelle Nordhausen die 99 72 45 an den Wasserkran und wird gleich unseren Zug in Richtung Eisfelder Talmühle übernehmen. Die 99 72 45 verlässt hier mit einem Zug nach Eisfelder Talmühle den Bahnhof Dreiannenhohne. Steigen wir nun ein und genießen eine Fahrt durch den verschneiten Harz. Wir haben den Bahnhof Elend durchfahren und erreichen nun den unscheinbaren Haltepunkt Sorgen. Früher war dieser Bahnhof einer der bedeutendsten an der Strecke, denn hier bestand Anschluss an die Südharzeisenbahn, welche ein Schmalspurnetz von Braunlage nach Waldgeriet betrieb.
Wir erreichen den Bahnhof Bennigenstein mit seinen weitläufigen Gleisanlagen. Wir passieren die Trapeztafel, im Fachjargon NE1-Tafel genannt, und rollen in den Bahnhof Eisfelder Talmühle ein.
Nachdem die Wasservorräte der Dampflok ergänzt wurden, rollt die Maschine ans andere Zugende. Wir verlassen den Bahnhof Eisfelder Talmühle in Richtung Dreiangenhohne. Rechts begleitet uns noch ein Stück die Selketalbahn.
Wir erreichen den Haltepunkt Sorge. Wir erreichen den Bahnhof 3 Annenhohne. Links ist die Brockenbahn zu erkennen.